eine Übung zur Kräftigung der oberen Rückenmuskulatur, zur Stabilisierung der Halswirbelsäule, damit der Kopf sozusagen nicht in den Nacken fällt, gibt man die Stirn auf die Hände vorne und versucht dann, den Körper zu stabilisieren, Bauchnabel leicht einzuziehen, sodass er so von der Matte leicht weg steht, ja, dass er gar keinen Kontakt zum Boden hat. Und jetzt versuche ich gleichzeitig Ellbogen, Kopf und Schultern anzuheben, hier die Muskulatur zu kräftigen, wieder zu senken, sodass man gerade nicht auf der Matte ist und dann als Ganzes Schultern, Hände und Kopf zu heben.